In absoluter Feierlaune zeigten sich die Blindenmarkter angesichts ihrer 30-jährigen Operettentradition. Die Herbsttage sind über das Mostviertel hinaus bekannt und bringen Publikum aus allen Richtungen, auch unsere Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner. Im Jahr 1999, als Idee von Intendant Michael Garschall begründet, haben die Operetten in Blindenmarkt eine wunderbare Dynamik bekommen und sind oft schon lange vorher ausverkauft. Es ist einfach sensationell, die Kaiserin der Operette und eine Professionalität, so wie wir es gewohnt sind in Blindenmarkt. Und da kann man nur herzlich gratulieren. Und das Schöne dabei ist, dass vor allem Profis mit Ehrenamtlichen hier zusammenarbeiten, eine wunderbare Symbiose ergeben. Also ich kann es einfach nur empfehlen, eine tolle Premiere und ich bin fest davon überzeugt, wieder einmal ausverkauft. Es gebührt dem Herrn Michael Garschall zuvorderst, denn er hat das Festival erfunden und macht das auch seit 30 Jahren sehr erfolgreich. Ich finde das großartig, was er da ins Leben gerufen hat und dass er das so entwickeln konnte, mit Hilfe von vielen anderen natürlich, aber das ist sein Durchsetzungsvermögen und sein Know-how auch. Es ist wirklich, und ich freue mich so, dass ich dabei bin. Also es ist so schön, ein Geschenk. Ich war seit 30 Jahren dabei, also es hat ganz klein angefangen mit Michael Garschall, Kurt Lohi, und es hat sich dann wunderbar entwickelt. Und vor 25 Jahren war ich schon einmal der Frosch. Jetzt habe ich 2 Jahre ausgesetzt und jetzt mache ich zum Einstieg wieder den Frosch und freue mich schon riesig, das Publikum wieder zu begeistern. Ich hoffe. Das ist ja auch das Geheimrezept der Herbsttage Blindenmarkt. Es war mir wichtig, dass wir nicht Festspiele von oben aufsetzen, sondern dass diese Festspiele, dieses Theater mit Herz hier im Blindenmarkt in der Bevölkerung entsteht. Und dass nicht nur wir auf der Bühne eine Riesenfreude haben, sondern auch alle vor, auf und hinter den Kulissen. So macht Theater richtig Spaß. Und ich glaube, diese ganz besondere Energie ist einmalig für Blindenmarkt. Bei der Fledermaus stimmte wieder alles zusammen. Das moderne Bühnenbild spielte mit dem Zeitbegriff und die professionellen Solisten entführten das Publikum in die Welt von Johann Strauss. Es klingt auf alle Fälle wunderschön und diese Musik kennt fast jeder. Und man lebt mit dem Wiener Walzer und mit den Polkas und so weiter, die alle drinnen vorkommen. Und vor allen Dingen mit unseren tollen Sängern, mit den tollen Solisten und auch mit unserem Festspielchor, den ich ja auch schon 30 Jahre einstudiere immer wieder. Und heuer sind besonders viele junge Leute wieder dabei, die großen Spaß haben und mir große Freude machen, weil man merkt, es ist Nachwuchs da. Fledermaus ist natürlich ein gigantisches Werk. Also Johann Strauss wollte sich damit ja den Wunsch erfüllen und eine Oper schreiben. Und das ist ihm ja auch gelungen mit dieser genialen Musik, ein Geniestreich. Und man braucht schon eine grandiose Besetzung. Und die haben wir hier im Blindenmarkt auf der Bühne. Es gab im 20. Jahrhundert schon die Tradition, dass es von Tenören gesungen wird. Aber prinzipiell hat es Johann Strauss für eine Mezzosopranstimme, also meine Stimmlage, geschrieben. Und so freue ich mich, dass jetzt beim 30-Jahr-Jubiläum da auch quasi das Original berücksichtigt wird. Dem Ensemble merkt man die gute Zusammenarbeit in einem harmonischen Umfeld an. Alle verstehen sich gut, wir haben Spaß miteinander, weil vor allem ich glaube, das überträgt sich dann hoffentlich auch, aber man merkt es, glaube ich, auch vom Publikum, dass wir untereinander gute Beziehung und vor allem guten Umgangston miteinander haben und einander mögen. Und von daher kommt es, glaube ich, auch natürlich rüber, das, was wir versuchen hier zu präsentieren und darstellen. Man wächst einfach zusammen, aber es sind einfach sehr gute Leute dabei und es macht dann Spaß, gemeinsam zu spielen und zu singen. Mehr kann man sich als Sänger nicht wünschen. Zahllose Proben und viele Aufführungen verlangen den Künstlern alles ab. Es sind 17 Vorstellungen. Wir hatten jetzt schon eine öffentliche Generalprobe, also eigentlich 18 Vorstellungen. Und das geht eigentlich, wenn man behutsam lebt ein bisschen, nicht zu viel trinkt, ein bisschen schläft zwischendurch immer. Ich habe sogar ein eigenes Bett in der Garderobe bekommen, wo ich mich niederlegen darf. Weil wenn ich in der Horizontalen bin, dann regeneriere ich mich ein bisschen schneller, als wenn ich nur sitzen müsste. Michael Garschall lässt sich auch schon fürs nächste Jahr in die Karten schauen. Leha haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Nächstes Jahr der Graf von Luxemburg. Und der Sänger Clemens Kerschbaumer, der heute den Alfred singt, wird nächstes Jahr als Graf von Luxemburg zu hören und zu bewundern sein.
Damit geht der fulminante Erfolg sicher in eine weitere Runde.